Ich grüße dich. Schön, dass du jetzt auch am Abend eingeschalten hast. Ja, das Video von gestern Abend. Ja, ich war ein bisschen schockiert, aber meine Tipps helfen immer. Und ich kann wirklich nur sagen, ihr könnt nichts dafür. Ihr seid nur so viel da, wie es die Macht euch erlaubt. Aber ich muss euch auch noch was sagen. Ich persönlich finde es wichtig, dass ihr mal zur Ruhe kommt. Also für Halsweh, da hilft Hustenzuckerl, für Kopfweh hilft Kopfwehtabletten. Und gegen Übelkeit gibt es ja die Kohltabletten. Und fürs Fieber hat man ja immer sich Zäpfchen einführen müssen. Das Ganze. Und ich bin euch nicht böse. Ganz im Gegenteil. Ich finde es nur immer wieder schockierend, wie viele Menschen, pardon, wie viele Menschen eigentlich jetzt krank werden. Und ich wünsche denen auf dem Weg eine gute Besserung, ne? Und es ist auch für euch besser, wenn ihr da jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt Medizin, dann geht es mir gleich wieder besser. Moralisch kann ich nichts verwerfen. Seelisch muss ich darüber denken. Und psychisch geht's mir und anderen auch gut, ne? Und ja, liebe Leute, die jetzt gerade krank geworden sind, trinkt ein bisschen Tee. Am besten mit Honig oder ein wenig Zucker. Und für die Diabetiker und Diabetikerinnen, trinkt einfach den Tee ohne nichts, dann geht es euch auch wieder besser. Und ich habe mir gegen Halsschmerzen ein paar Ingwer-Shots reingeballert und das war für mich alles bestens. Ich wünsche euch noch allen eine schöne gute Nacht und bis bald.